eine Revolution, ganz allein! Entschuldigen Sie, keine Zeit. Man muss sich präparieren auf den Unterricht. Was augenblicklich interessiert, ist unsere schöne Erde, Ihre innere Organisation, alles Unterirdische. Irgendwas stimmt doch wohl nicht ganz mit Ihnen. Ist da was mit dem Kopf, Herr Conradi? Ich habe eine Entdeckung gemacht. Sie sind der Apothekenpraktikant. Gut, gut. Passen Sie auf, wenn Sie sich auf die Erde legen möchten. Sie werden aufschlussreiche Dinge hören. Es ist übrigens hier die einzige Gegend. Hören Sie. Hören Sie? Ja, ja, die Teufel in der Hölle. Was war das? Die Teufel. Sie zittern ja im ganzen Leibe, Kerlchen. Schon gut. Versuchen wir, die Dinge zu erklären. Machen wir logische Übungen. Passen Sie auf. Also, der Krieg geht ins vierte Jahr, die Waffen erschöpft. Wie man weiß, da müssen neue her. Aber wohin mit den Fabriken? Was halten Sie von Stollen beispielsweise? Ein riesiges unterirdisches Stollensystem. Denken Sie nur, junger Mann. Was glauben Sie, wen man hinunterschicken könnte? Unter die Erde verbannen, nicht das eigene Material, natürlich das wertvolle Blut, das wird anderweitig gebraucht. Eventuell holt man das Minderwertige heran, das Unreine, das Artfremde, auf das es ohnehin nicht mehr ankommt. Sie sind verrückt geworden. Tatsächlich. Sie dürfen es nicht unter den Schülern verbreiten. Sie glauben, ich stecke die Kinder an. Keine Angst. Kinder werden niemals verrückt. Sie sind es von Natur, weil sie träumen. Sie träumen. Das hier sind Albträume, wenn es wahr wäre. Und diese Verrückten, glauben Sie mir, diese Kinder, sie sind die einzigen, die auf das Ungeheuerliche reagieren. Noch reagieren können. Und wissen Sie wie? Schlafwanderisch treiben sie in den Tod. Sollen sie treiben? Sollen sie umkommen? Sie werden wie die anderen, die lebendigen Leichname. Ich verfolge die Schicksale meiner Kinder. Wissen Sie, was Sie sind? Ein Sadist, ein Dreckiger! Haben Sie jemals gesehen, wie schön Sie sind? Und wie hässlich Sie später werden, wenn Sie Ihre Träume nicht mehr träumen, wenn Sie Ihre Gefühle unterdrücken. Seit meiner Begegnung mit der Vernichtung kann ich die Schönheit der Kinder sehen. Ich liebe Kinder. Ich liebe die Kinder unaussprechlich. Ich bin der neue Lehrer. Ich werde eine neue Art von Unterricht erfinden. Ich werde mit meinen Schülern in die Hölle gehen. Ich werde ihre Hände auf die Kadaver legen. Ihnen werde ich das Handwerk legen. Glaube ich Ihnen nicht. Sie sind ja selber die. Die träumen ja auch noch. Wer die Hörerkarte zieht, der bleibt. Der andere geht und kommt nicht mehr zurück. Ein Duell? Ein kleines Spielchen. Mit bescheidenem Einsatz. So. I'm very disappointed. Ich mochte sie sogar ein wenig. Meine Anwälte werden sie durch die Mangel drehen, dass sie keinen Fuß mehr auf die Erde kriegen. Also überlegen Sie genau, was Sie mit Ihrer Story machen. Sie sind ein Schwein, Mr. Shaw. Vor allen Dingen bin ich drei Nummern zu groß für Sie. Anna war neulich bei mir. Sie hat mir von eurer Scheidung erzählt. Und von deiner Misere als Schauspieler. Und sie hat mich gefragt, ob ich nicht irgendwas für dich tun könnte. Irgendwas, um dir
wieder einen Auftrieb zu geben oder so. Sehr nett. Müssen wir nur noch zu meinen Freunden. Dann haben wir es geschafft. Ich werde alt, Christine. Manchmal auch vergesslich. Außerdem friere ich nachts. Und Angst vor dem Dunkel habe ich auch. Genug Gründe, um die Nacht mit mir zu verbringen? Ich muss Ihnen was sagen, Hugh. Ich bin sehr froh, dass ich Sie als Schülerin habe. Ich finde, Sie machen wirklich etwas aus sich. Und ich würde Sie auch gerne weiter auf diesem Weg begleiten. Aber es geht leider nicht. Ich werde weggehen. Aber Sie wissen ja, Professor Braun, das ist ein ganz ausgezeichneter... Wohin gehen Sie? Entführe uns nicht in Versuchung. Anna, du hast recht. Ich kann das Lukas nicht antun. Ich gehe nicht zur Polizei. Glück, Mr. Milton, erst seit einer Woche. Und haben Sie eine Ahnung, warum die Besitzer es loswerden wollen? Naja, sagen wir so, die Geschäfte laufen nicht besonders. Ah, wirklich? Ich weiß, ich stehe bei Ihnen im Wort, aber es wäre gut, wenn Sie sich bald entscheiden würden. Ich komme so schnell ich kann. Margaret, so energisch kenne ich dich gar nicht. Ich verhindere gerade, dass du unser Leben verkaufst. Margaret! Tut mir leid, ich hätte mich viel früher bei dir melden sollen. Margaret, das kannst du doch nicht machen. Du darfst unser Cottage nicht verkaufen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Marie, ich werde mir Ma ohne dich nicht verlassen. Warum? Ich habe Mist gebaut, nicht du oder sie. Ist das so wichtig? Wer wann oder wie Mist gebaut hat? Wird sich alles wieder regeln. Weißt du, warum ich früher immer unter deinem Schreibtisch gespielt habe? Weil du nie zu Hause warst und ich in deiner Nähe sein wollte. Ich wollte dir immer alles recht machen, aber das kann ich nicht. Du hast mir nie ein Zeichen gegeben. Du hast mir nie gezeigt, dass irgendetwas zwischen uns steht. Ich hatte Angst, dich zu enttäuschen. Hat lange gedauert, bis wir so miteinander reden können. Bitte komm zurück an Bord.
Als Kind? Da hat Christian mehr geweint als ein Mädchen. Einmal an Fasching, da sollte er sich als kleiner Muck verkleiden. Da hat er sich unter Tränen geweigert, das Türkenkostüm anzuziehen. Woher kommen Sie? Aus Nürnberg. Aber Sie sind doch ein Türke. Ich hole meine Sachen aus der Garage. Bis gleich. Christian. Wir waren immer so tolerant mit euch. Mensch, Papa. Da gibt's doch ein Buch drüber. Das sollten Sie mal lesen. Ich bedauere. Ich habe lange kein Buch mehr gelesen. Ich bin fertig, wir können fahren. Jetzt, wo du da warst, weiß ich, wie schön das ist, wenn du weg bist. Und wegbleibst. Wir verkörpern etwas, wonach sich viele Menschen sehen. Stabilität, Standhaftigkeit, Glauben. Ach, bitte. Danke. Ich halte Sie für einen sehr integren Mann, Herr Fels. Ich kann mir deshalb auch die Natur Ihres Anliegens vorstellen. Ich glaube, ich weiß, dass die Vorwürfe gegen Dominik Bertram berechtigt sind. Und ich habe allen Anlass zu glauben, dass noch ein anderer Junge davon betroffen ist. Er hat sich Ihnen anvertraut? In einem Fall, ja. Das ist eine sehr schmerzliche Wahrheit. Wir müssen dem nachgehen, Herr Kardinal. Wir müssen vor allem barmherzig sein, Herr Fels. Und die Familien? Das schließt natürlich die Familien mit ein. Es ist nicht unsere Aufgabe zu ermitteln. Unsere Aufgabe ist es, zu helfen und zu vergeben. Die Kirche mag ihre Fehler haben. Sie mag vielleicht altmodisch oder zu streng sein. Aber sie ist eine Mutter. Und eine Mutter schlägt man nicht. Ich danke Ihnen übrigens für Ihr Vertrauen. Ich respektiere das. Ich würde mich sehr freuen, Sie übermorgen auf der Priesterweihe zu sehen. Wir brauchen Ihr Gebet mehr denn je für den Nachwuchs. Kriminaloberrätin Leberger, LKA. Sie haben Feierabend, gehen Sie. Raus! Anton Mali. Sie haben den Polizeibeamten Lutz Kuhnmann bestochen. Es gibt einer x-beliebigen Politesse noch lange nicht das Recht, hier einfach reinzuplatzen. Sie geben die Bestechung also zu. Vor 30 Jahren hätte der Innensenator allein für den Ton, den Sie mir gegenüber anschlagen, Ihnen persönlich den Hinter versohlt. Was war Kuhlmanns Gegenleistung? Ich habe ihm an und an einen Gefallen getan über die Jahre. Nur so. Er war nicht der Einzige. Und er ein kleines Licht. Es ging um Autos. Schnelle Autos, die er über die AWUS jagen durfte. Das ist alles längst verjährt. Mord verjährt nicht. Der Mann ist rechtskräftig verurteilt, er hat seine Strafe abgesessen. Und jetzt verschwinden Sie. Oder ich lasse meine Anwälte von alleine. Die vernaschen so jemanden wie Sie zum Frühstück. An mir haben sich schon ganz andere Männer die Zähne ausgebissen. Sie haben Angst, dass Kuhlmann die Kleine umgebracht hat. Ich hoffe, Sie haben gute Gründe, uns hierher zu schleppen. Ich schätze schon. Es wird gespickt, wo die herwirkt. Aber das wissen Sie ja. Und Sie wissen auch, dass sie einen AIDS-Test gemacht hat, kurz vor ihrem Tod.
Weil Sie das von ihr verlangt haben. Weil Sie junge Frauen in ihr Bett lassen, die gesund sind. Gut möglich, das Silke. Aber nicht, weil ich das wollte. Toni, Sie haben Ihrem Sohn einfach die Freundin ausgespannt. Wie ein kleines Kind, das jedes Spielzeug für sich haben muss. Und Sie haben das geahnt. Das große, weiße, schöne Auto, das hat er ja nicht für Sie gemacht. Und als Ihr Kumpel dann den Aids-Test gefunden hat, da war Ihnen alles plötzlich glasklar. Warum soll die den Sohn nehmen, wenn sie den Vater haben kann? Ihre große Liebe. Gegen 14.30 Uhr hat mein Sohn angerufen. Vom Autotelefon. Ich habe von Kuhlmann den Gefallen eingefordert, den er mir schuldig war. Und noch 250.000 D-Mark draufgelegt. Zahlbar in 3 Raten. Bei Auftrag, bei Erledigung, nach Prozessende.